Ja, servus Leute, und zwar geht es hier bei einem G30 5er Modell Notrufsystem nicht verfügbar. Bei mir kommt zwar die Bordanzeige nicht, aber der Wagen muss zum TÜV und beim TÜV wird gezeigt, dass von diesem Akku ein Wechselintervall fällig ist. Deshalb wechsle ich das Ganze selber. Ihr entnimmt diese Kappe, hat so Clips, einfach runterziehen, vorsichtig natürlich, nicht mit Gewalt. So, hier drin sitzt dann unser Akku. Ja, und zwar geht ihr mit eurem Schraubenzieher, also mit dem Schlitzschraubenzieher, hier zwischen rein und hebt das zu euch, dann geht das hier runter und ihr kommt locker an den Akku ran. Weiß jetzt nicht, mit einer Hand ist natürlich blöd, weil hier am Dachhimmel könnt ihr ein bisschen runterziehen, dann habt ihr ein bisschen Spielraum. Müsst ihr auch, anders geht es auch nicht. Deswegen lege ich mein Handy mal jetzt so ab. Ich hoffe, der haltet jetzt mal ein bisschen. Okay, und ich hoffe, ihr seht auch etwas. Ich habe auch schon. Also da ist schon ein neuer Akku drin. Ich dachte, ich mache einfach ein Video. Ihr habt gesehen, es gibt es auf Englisch. Und da habe ich mir gedacht, komm, mache eins auf Deutsch. So, genau, da kommt das dann so runter. Und hier ist dann der Akku drin. Ich filme das nochmal, dass man es genauer sieht. Also ihr könnt da auch nichts falsch machen. Ich bin jetzt auch nicht der Schrauber, aber selbst für mich ist das kein Problem. Genau, also hier, das da drin ist der Akku. Ja, das ist ganz easy. Ich nehme mein Handy ab. Hoffe nicht, dass der wieder runterfällt. So, einfach hier ein bisschen am Dachhimmel runterziehen. Akku auch. Bisschen spielen, also da könnt ihr nichts falsch machen. So, so sieht das ganze gute Stück aus. Also das ist der neue, das ist der alte. Genau. Und einfach wieder wie abgebaut, so wieder zusammengebaut. Hier ein bisschen Dachhimmel runterziehen, den Akku hier rein. Ja, und ich drücke das einfach hier einmal hoch. Clips, Clips. Na ja, gut, andere Seite macht keinen Clips, warum auch immer. Hat es auch vorhin nicht gemacht. So, habt ihr das gute Stück wieder drin. Und dann soll es beim TÜV auch keine Probleme mehr geben. Und klar, bei dem die Anzeige drin ist, sollte jetzt auch, also da muss man nichts kodieren oder nichts anlernen oder sonst was. Die Meldung sollte nicht vorhanden sein, wenn ihr diesen Akku gewechselt habt. Wie gesagt, bei mir kam die Meldung nicht. Der TÜV hat es nur gesehen. Der hat ja den Wagen ausgelesen. Und da kam eben die Meldung mit Akku, also Notrufsystem Akku. Wechselintervall erreicht. Ne? Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben oder wenn ihr wollt, noch über andere Sachen, Videos gerne kommentieren. Dann können wir gucken. Also, dann frohes Schaffe, so wie man es im Schwabeländle sagt. Gell? Haut rein, viel Spaß.